So, da sind wir schon wieder zurück mit der ersten Wochenaufgabe. Ihr seht ja, ich habe eben schnell die Tagesaufgabe für euch fertig gemacht. Wie gesagt, einfach mal vorbeischauen. Wie gesagt, mit den Vorratslieferungen ist eigentlich easy zu machen. Dann nochmal für alle, die jetzt neu sind. Ihr seht unten diesen PaySafe-Code. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Heißt, bei 320 Abonnenten kommt neben der 4 dann die nächste Zahl. Wenn du genau wissen willst, wie das Ganze abläuft, einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video zugemacht, wo ich das Ganze dann nochmal erkläre, wie ihr den Code einlösen könnt, ausprobieren könnt und so weiter. Also, wenn ich dir schon öfters helfen konnte, zum Beispiel, lasse gerne ein Abo da. Du unterstützt mich einerseits und alle anderen auch und hast natürlich dann immer mich, sobald ein neues Video da ist, kannst du gucken, hat der Code sich verändert. Lohnt es sich, ihn zu knacken? Ich werde halt immer einen Code da unten haben. Und ihr merkt ja, ich bin schon ein bisschen älter. Es ist auch so abgesprochen, da wird immer ein Code stehen. Also das ist nicht irgendein Fake, wie mir schon ein paar Mal jetzt unterstellt wurde, weil zwei Leute haben den Code jetzt bereits schon geknackt. Von daher, ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So, trifft beim Abbauen Schwachpunkte. Ich denke mal, das können wir eigentlich easy. Ach komm, hier mein Gruppenkeiler rein, ist egal. Könnt ihr auch in jedem beliebigen Modus machen. Ihr seht ja, ich habe eben schon auch in Gruppenkeile ein bisschen da schon was gemacht worden. Ist eigentlich, ich denke mal, ich habe die anderen Aufgaben jetzt noch nicht gesehen, eigentlich mit die einfachste Aufgabe und die passiert eigentlich nebenher. Aber wundert euch nicht, es gibt immer wieder Menschen, die halt die Aufgaben nicht ganz verstehen oder nicht genau wissen, was gemeint ist damit und direkt Handy aus da in die Hand und direkt googeln, fertig. Es gibt halt so Menschen. Wenn du natürlich weißt, was damit gemeint ist, kein Problem, gerne abschalten, nächste Aufgabe gucken. So, es zählt nämlich auch schon hier, wie man sieht. Ihr müsst halt einfach nur diesen blauen Balken treffen. Mehr müsst ihr nicht machen. Ich probiere jetzt hier noch ein paar mitzuholen. Zack, zack, da mitten rein halt immer. Wie ihr seht, er zählt immer schön mit. Wir springen auch direkt raus, weil mir geht es jetzt auch nicht um Loot, sondern einfach für euch zeigen, so funktioniert die Aufgabe, das gibt es für die Aufgabe und das war's eigentlich schon. Warte mal, Zielscheiben kann ich eigentlich auch schon anfangen. Bam, bam, bam. Kann man nämlich schon mal einen gefertigt. So. Ihr seht ja, einfach immer in das Feld reintreffen. Ist, wie gesagt, ich denke mal, es ist die einfachste Aufgabe. Bam, 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 bam. So, dann müssen wir das Ganze noch neunmal machen. Achtmal, siebenmal. Also im Prinzip jetzt noch sieben Bäume fällen und dann müssten wir es eigentlich haben. Zack, 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 zack. Wenn ihr natürlich irgendwas aus Metall findet, was nicht so schnell kaputt geht, habt das natürlich noch schneller. So, zack. Zack, zack, zack. Und ist egal, was ihr haut, solange ihr zweimal draufschlagen könnt, passt es. So, und ich glaube, wir haben die Aufgabe jetzt auch schon geschafft. So, wie man sieht, trifft beim Abbauen Schwachpunkte. 50 Mal müsst ihr das Ganze halt machen. Habe ich jetzt schon fertig, deshalb gehen wir auch direkt wieder raus hier. Match verlassen. Und dann gucken wir gerade noch schnell, was es als Belohnung gibt. Und dann ist die Aufgabe auch schon erledigt und wir können schon direkt zur nächsten Aufgabe rübergehen. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, was findet ihr besser, wenn ich die Aufgaben kurz und knackig erkläre? Oder wenn ich quasi wirklich zeige, wie ich die Aufgaben selbst mache? Oh, wir haben Level 100 erreicht. Das ist nice. So, wie ihr seht, ich habe den Battle Pass geschafft, indem ich eigentlich nur die Tagesaufgaben gemacht habe und einfach die Wochenaufgaben. Aber ich denke mal, die meisten werden jetzt auch soweit sein. Wahrscheinlich auch mehr gespielt als ich. Von daher werden sie vom Level auch schon weiter sein. Und wie ihr seht, es gibt 10 Battle Pass Sterne hierfür. Deshalb haben wir halt jetzt den Battle Pass komplett vollständig. Ja, dann würde ich sagen, wenn dir das Video natürlich gefallen hat und ich dir weiterhelfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Die ganzen anderen natürlich Like, kommentieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe.